Das Winterwetter zeigt allmählich erste Auswirkungen. Nach den kalten Nächten mit Tiefstwerten von bis zu minus 10 Grad hat sich auf einigen flachen Tümpeln und kleineren Seen schon eine erste Eisschicht gebildet. Doch gibt es jedoch noch genug Stellen, die aufgrund der relativ hohen Wassertemperaturen weiterhin eisfrei sind. Die Eisdecke ist jedoch noch viel zu dünn, um das Gewicht eines Menschen tragen zu können. Oft reicht sogar schon ein Stein oder Stock, um das Eis zu durchstoßen. Das Betreten der Eisfläche ist also noch absolut lebensgefährlich und sollte selbst an sehr flachen Stellen auf keinen Fall versucht werden. Sogar Kinder können sofort einbrechen. In den kommenden Tagen hält sich das Winterwetter mit Dauerfrost und in den Nächten ist es klirrend kalt mit bis zu minus 10 Grad. Die jetzt noch offenen Wasserflächen werden also nach und nach zufrieren und die Eisschicht wird allmählich dicker werden. Überall tragfähig wird sie damit aber noch lange nicht. Für ein sicheres Eislaufvergnügen wie während der markanten Frostperiode im Februar des letzten Jahres muss man sich also noch eine ganze Weile gedulden.